Wir lieben die Natur, die Herausforderung, das menschliche Miteinander. Wir setzen uns ein für Sicherheit, Umweltschutz und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Aber das Wichtigste, der Mittelpunkt unseres Tuns ist es, Menschen zu retten. Meldung Einsatzlauf, die Gruppe 4 Surf. Sie rücken aus zum Einsatz am Rauen Stein. Ein klarer Kopf, die richtige Entscheidung im passenden Moment, sorgfältig aufeinander abgestimmte Rettungstechniken und das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Einsatzleitung. Darauf kommt es an. Wir kennen die Abläufe des professionellen Rettungsdienstes und arbeiten eng mit ihm zusammen. Als erste Bergrettungsorganisation in Deutschland haben wir Maßnahmen entwickelt, die heute Standard in der Rettung von Menschen aus dem Gebirge sind. Mit der Erfahrung aus mehr als 100 Jahren geben wir bei Einsätzen unser Bestes. Wir setzen Maßstäbe und entwickeln uns und unsere Techniken stetig weiter. Schließlich haben wir eine Verantwortung zu tragen, der wir uns bewusst sind. 454 Kilometer entlang der sächsischen Grenze. 4 Abschnitte, 19 Bereitschaften, 440 Einsatzkräfte, jährlich über 500 Einsätze. Wir arbeiten ehrenamtlich als Fels- und Winterretter. Wir retten Menschen aus unwegsamem Gelände und führen medizinische Erstversorgung durch bis zur Übergabe an den Rettungsdienst. Seit 1953 sind wir eine Gemeinschaft im Deutschen Roten Kreuz. Bergwacht Rad 89-1, Status 4 kommen. Verstanden. Weitere Aufgaben sind die Suche nach Vermissten, die Mitwirkung im Katastrophenschutz und die Höhlenrettung. Bevor ein Bergretter aktiv zum Einsatz kommt, absolviert er eine zweijährige Ausbildung. Dazu gehören Erste-Hilfemaßnahmen und Sanitätsdienst, Rettungstechniken, zahlreiche Übungen im Gelände sowie eine Abschlussprüfung. In Einzel- und Komplexübungen, die für alle Bergretter verbindlich sind, werden Übungen durchgeführt, die das Zusammenspiel des Teams fördern, Techniken perfektionieren und in unfallrealistischen Situationen neue Rettungsmethoden ausprobieren. Checkst du dann nochmal, wenn wir da sind, die Verfügbarkeit von Hubschrauber ab, ne? Seit 2002 setzt die Bergwacht Sachsen zusätzlich auf die Luftrettung, um Verletzten auf eine sanfte und schnelle Art zu helfen. Wie in den anderen Bereichen der Bergwacht trainiert ein Luftretter regelmäßig, um allen Situationen gewachsen zu sein. Gruppe 3, Sie fahren zum Einsatz in das Jonsdorfer Gebiet. Wichtig für das weitere Wachstum der Tourismusregion entlang der sächsisch-tschechischen Gebirge ist für uns darüber hinaus die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Tschechien. Übungen und internationale Wettkämpfe fördern die Kooperation und die künftige gemeinsame Arbeit im Gebirge. Ein Schwerpunkt auf beiden Seiten der Grenze ist die Winterrettung. Ski, Snowboard, Rodelunfälle. Wir sind in wenigen Minuten zur Stelle und leisten oft mehr als nur Erste Hilfe. Über 300 Einsätze pro Saison, bis zu 18 an einem Tag, verzeichnet die Bergwacht allein in Oberwiesenthal. Zusätzlich sichern wir zahlreiche Veranstaltungen gewissenhaft ab. Wir als Bergwacht Sachsen sehen unsere Aufgabe im Zusammenspiel von Aufklärung und Rettung im Dienst des Menschen für eine Region, die unseren Schutz bedarf.